Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Ausgabe Animation Throwdown. Ich möchte gerne Einladungen machen. Die Rumbles beginnen wieder. Jawohl, und da brauchen wir noch Leute. Wir brauchen noch Leute in der ersten Gilde, wir brauchen noch Leute in der zweiten Gilde. Wenn ihr einfach Bock habt, ja, wenn ihr Bock habt, uns zu helfen, uns zu unterstützen, dann joint einer der beiden Gilden, sofort und gleich YT oder sofort und gleich YT2. Bei der ersten haben wir, jetzt geht es da um, ja, warum kriege ich denn momentan nichts, was ich hier machen kann? Das kann nicht wahr sein. Da ist eine Tina. So, sofort und gleich YT und sofort und gleich YT2. Bei sofort und gleich YT2 haben wir die Grenze relativ weit unten angesetzt, nämlich bei nur 5 Cups. Bei sofort und gleich YT, also für YouTube, sind es 13 Cups. Ja, und wenn ihr einfach Bock habt, das Entscheidende ist, ihr müsst wirklich aktiv sein. Also zumindest mal in Gilde 1, da erwarten wir das von euch. Ja, dann kommt zu uns in die Gilde und wir freuen uns auf euch. Ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen versuchen, meinen, ja, zum einen meinen Charakter von dem zweiten Account zu pushen und zum anderen eben, ja, noch ein bisschen was zusammenzubekommen, dass ich auch für diesen Kampf, für den neuen Rumble gewappnet bin. Hab jetzt auch schon angefangen, hier meine Abenteuer, hab jetzt meine Abenteuer schon auszugeben, da 900 phänomenale Steine, 901 legendäre Steine beim zweiten Account. Power Stones dauern wieder ein bisschen. So, ich will jetzt hier wirklich noch zusehen, dass hier noch ein bisschen was geht. Ne? So, zum einen hätte ich gern irgendwann mal die Tina freigeschaltet. Moment, ich müsste sie jetzt eigentlich schon freigeschaltet haben. Lasst mich mal gucken. Ich habe das letzte Mal... nee, ich glaube, ich habe nicht die Tina freigeschaltet. Was habe ich freigeschaltet? Lass mich mal kurz gucken. Einen Moment. Kann euch auch ehrlich gesagt momentan nur empfehlen, da jetzt Kongregate ein neues Update schon vorangekündigt hat. Nicht gut. Ich bin eine Stufe vor Tina. Die Tina brauche ich noch irgendwie. Kongregate hat, das wird aber eng, hat ein neues Update ja vorgestellt. Das heißt jetzt, bald wird es nur noch, also wird das mit dem Farmen sich erledigt haben. Es wird dann nur noch einmal gehen, dass man die Karte bekommt, die man gerne hätte. Und in dem Moment, wo man den Kampf schafft gegen den im Abenteuermodus, bekommt man dann automatisch die Karte. Es wird keinen Chance Pool mehr geben. Der wird abgeschafft. Wenn man die Karte einmal erhalten hat, kriegt man sie kein zweites Mal mehr. Da habe ich mir gedacht, nö, nicht mit mir. Ich habe dann alle meine Abenteuerkanister vorhin noch verbraucht und habe einfach mal Peggys und Gewehre gefarmt. Leider ist mein Akku momentan leer. So, jetzt geht's weiter. Und ja, also kann ich euch auch nur empfehlen, nutzt noch die Gelegenheit, wenn ihr noch die Kanister habt. Danach wird es dann so sein, wenn ihr, also ich vermute mal, dass, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich vermute mal, dass wir deswegen die 250 Kartenslots bekommen haben, damit wir die ganzen Karten aufnehmen können, weil es steht zumindest mal in diesem Foreneintrag, dass die Aufgaben, die man bereits gemeistert hat, dafür bekommt man nochmal die Karte und danach gibt es dann nur noch Epic Stones.
Also das ist jetzt momentan die aktuelle Info. Ob das so tatsächlich kommen wird, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall hingegangen und habe jetzt erstmal meine Kanister aufgebraucht, weil ich möchte so viele Peggys und Gewehre wie möglich haben. Das später wird es ja dann, wenn man dann nur noch Epic Stones bekommt oder sowas, dann wird es jetzt so ein, kann man ja gar nichts mehr vorausplanen, was man eigentlich haben möchte. Und ja, dann wird das Ganze zu einem Glücksspiel. Und darauf möchte ich mich eigentlich ungern einlassen. So, deswegen habe ich das jetzt mal für mich so entschieden. Ich werde einfach nur farmen, 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 bis alles leer ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es dann später aussieht. Also jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir dann 3 Fights gemacht. Gibt noch eine Neuerung. Die hat der Veni uns in die Gruppe geschrieben. Das müsste ja jetzt schon gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bereits der Fall ist. Ich würde jetzt nochmal 3 Karten hier schnell kaufen. 1. Na, gewöhnliche Splitter. Gamer. Mord. Und was kriegen wir da? So, jetzt müsste ich ja eigentlich meine Aufgaben erfüllt haben. Die Aufwertungen habe ich bereits gemacht. Lass uns mal kurz da reinschauen, was jetzt passiert. Täglich 9 bis 5. So, und jetzt kriegen wir nicht nur 20 Gems, sondern auch 30 Gigawatts. Ja. Das finde ich jetzt ist wiederum eine positive Erneuerung. Also jetzt sind jetzt nicht mehr nur die 10 Gems am Tag, sondern man kann jetzt 20 Gems bekommen und 30 Gigawatts. Lohnt sich allemal, das zu machen, das zu investieren, die Zeit. Und jo, also tatsächlich, genau. Ich habe mir nämlich auch zwischendrin dann die Frage gestellt, als ich diese Nachricht da gelesen habe, ja, Moment mal, dann kriegen wir ja auch die phänomenalen Splitter nicht mehr, ne? Und das war ja schon mit einer der Gründe, warum man überhaupt gefarmt hat. Also teilweise hat man sich ja mehr über phänomenale Splitter gefreut, als wenn man dann irgendeinen Epic bekommen hat. Wenn man schon so viele Epics hat, wie ich das jetzt zum Beispiel in meinem ersten Account habe, da bist du echt happy, wenn du dann in der Lage bist, ja, hier, oh geil, ich kann meine Karten aufleveln. Ja, das ist mega perfekt. Ja, weiter so. Weiter so, dass ich den Bobby noch bis zum Rumble noch nach oben schaffe. Das wäre geil. Bobby Level 8 wäre schon immer cool. Wäre auch nice, wenn ich bis dahin die Tina schon oben hätte. Ich glaube es jetzt nicht, dass mir das bis dahin gelingen wird. Aber gucken wir einfach mal, wie das Ganze weitergeht. So, also wie gesagt, ey, es geht weiter. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Glück hier. Ich würde mich riesig über euch freuen, wenn ihr Bock habt auf unsere Gilden. Kommt rein. Also, super coole Leute. Und wird auch ständig werden noch Informationen ausgetauscht untereinander. Und manchmal wird auch gegeneinander gebattelt, wird mal geschaut, wer ist denn hier der Bessere jetzt. Ja. Yo. Wenn ihr Bock habt drauf, auf Gilde 1 oder auf Gilde 2. Wir würden uns riesig über euch freuen. Na, die Gilden sind jetzt offen. Haut rein. Und ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen erstmal. Ich wünsche euch was. Ich werde noch ein bisschen weiter jetzt hier in der Arena versuchen aufzuleveln. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich brauche das. Ich brauche das. So. Macht's gut, bis dann. Ach so, wenn euch das gefallen hat und wenn euch die Infos, die ich euch jetzt hier zugesteckt habe, ja, wenn euch die auch gefallen haben, ja, dann. Na, Moment, bevor wir das noch machen, hätte ich noch eine Bitte an euch. Eine Bitte hätte ich noch, und zwar. Genau. Wenn ihr auch keinen Bock aktuell auf die Challenges habt, ja,
Und glaubt mir eins, es geht nicht nur euch so, es geht auch den anderen so. Es geht ganz vielen so. Ich habe jetzt auch mal auf Facebook geguckt, auf der Animation Throwdown, auf der offiziellen Animation Throwdown Facebook-Seite. Mein lieber Scholli, da sind auch ganz heiße Kommentare dabei. Ja, dann lasst euch mal jetzt hier unter diesem Video aus. Ja, und ich möchte gerne nochmal eine Nachricht an Congregate schreiben, weil auch ich bin der Meinung, so kann es nicht weitergehen. Ja, also die Challenges sind dermaßen, es ist einfach nur noch traurig. Ja, es ist einfach nur noch traurig. Vorher war es war so geil, kam eine neue Challenge, jede Challenge war was Besonderes gewesen. Es gab immer wieder neue Karten. Ja, man war immer schon gespannt, geil, was gibt's jetzt für eine neue Pre-Combo? Man konnte da richtig schön. Ah, ich habe dann immer gleich das Video gemacht, sobald die erste Pre-Combo für mich verfügbar gewesen ist. Ja, es war einfach nur mega, mega nice. Und ja, die habe ich natürlich nicht. Und dann habe ich euch Tipps gegeben und habe euch gesagt, hier, ob sich das lohnt mit der Karte. Und ihr könnt euch dann selber entscheiden, wir haben uns angeguckt, wie man die aufleveln kann. Der ganze Kram ist jetzt einfach weg wegen diesen blöden Challenge Crates, ja, diese Challenge Boxen. Und diese Challenge Boxen sind, wie ihr es ja in meinen anderen Videos schon gesehen habt, der völlige Käse. Ja, hey, es kann doch nicht sein, dass ich vorher, ey, vorher habe ich pro Challenge, habe ich mal locker einfach meine zwei Pre-Combos gehabt, die ich fusionieren konnte, egal wie es gelaufen ist, und dann konnte ich noch mal ein paar Chance Packs öffnen. Ja. Und wenn das gut gelaufen ist, dann habe ich mir den Chance Packs, habe ich dann noch mal irgendwie noch eine andere Epic bekommen oder der Herr sofort, ey, der hat ja Legis abgegrast ohne Ende. Das habt ihr ja mitbekommen, was das für ein mega Lacker ist, der Kerl, ja. Und jetzt, Future Cop Challenge oder die Peter Esmond Challenge oder diese Challenge oder jene Challenge oder Challenge, Challenge, Challenge und alles ist dasselbe Case. Nur mit einem anderen Namen hey, kann nicht sein. Kann nicht sein, ja. Also, ich habe da keine Lust drauf und ich glaube, also was heißt ich glaube, ich habe es ja schon mitbekommen, dass ganz vielen anderen es genauso geht mit mir. Ey, wenn ich mir überlege, vorher konnte man sagen, ey, guck mal, da gab es diese Drunken Challenge, ja. Und da hat man dann den Drunken Fry hätte man da bekommen können. Da war man noch nicht stark genug. Jetzt kann ich ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt sagen? Ey, ich habe bei der einen Challenge habe ich 200 Epics bekommen. Toll. Super geil. Ja, und keine Ahnung, 25 Leggy Stones. Ey, Hammer, geil. Hier bei der Challenge habe ich aber mal richtig abgesahnt. Da habe ich ganze 300 Epic Stones bekommen. Bin Platz 3580 gewonnen. Ach komm, Leute, ehrlich. Also, das ist doch echt Käse. Also, wie gesagt, tut mir bitte einen Gefallen, wenn es euch genauso stinkt wie mir. Ja, und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel und ich möchte, dass dieses Spiel weitergeht. Ja, und wenn es, und dass die Leute auch nicht die Lust daran verlieren. Ja. Und deswegen, schreibt mir das auch mal bitte mit rein und ich werd denen auch nochmal eine E-Mail schreiben. Also ich würde sagen, hier Congregate, sorry, aber guckt euch das an, was bei mir in den Gilden los ist. Guckt euch an, was die Leute mir hier in YouTube schreiben. Und bitte ändert was daran, ja, weil sonst sehe ich schwarz für das Spiel und es würde mir in der Seele wehtun, ganz ehrlich. Mir würde es in der Seele wehtun. Ja. Jo. Also, trotz allem, trotz diesen blöden Challenges, nochmal die Bitte an euch, wenn ihr Bock auf unsere Gilden habt, dann kommt. Joint kommt. Und haut rein. Also, ich wünsche euch jetzt was. Ich würde jetzt noch die letzten zwei Dinge da verbraten. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Und lasst mir doch nochmal ein Like da und schreibt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Abonniert den Kanal.
Und natürlich wäre es super geil, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.